Weltweit gibt es etwa 80 nennenswerte Raumfahrthäfen. Zumindest wenn man die unbekannte Anzahl der geheimen Spaceports außer Acht lässt. Was bleibt uns noch für eine andere Wahl? Raumfahrthafen ist aber nicht gleich Raumfahrthafen. Manche sind multifunktional, andere spezialisiert. Wir reden hier einerseits von orbitalen Starts für Crew oder Satelliten und andererseits von suborbitalen Starts für wissenschaftliche, touristische oder andere kommerzielle Zwecke. Und natürlich gibt es noch militärische Anlagen, von denen Kriegsraketen gestartet werden. Ich sage Kriegsrakete, weil es einen Unterschied zwischen zivilen und militärischen Raketen gibt. Cape Canaveral ist vermutlich der berühmteste aller Häfen. Und in meiner Bubble ist das Kosmodrom Baikonur in Kasachstan auch sehr präsent, weil die russischen Sojus-Missionen zur ISS von dort starten. Aber es gibt so viele andere auch. Darunter ist zum Beispiel das Saxeford Spaceport in der UK, das in meinen Augen in den nächsten 5 Jahren das europäische Cape Canaveral wird. Das sage ich jetzt nicht einfach so, sondern kann meine Aussagen auch begründen. Dafür musst du aber wissen, warum ich diese Ausgabe produziere. Der Grund ist, dass die Entwicklung und Entstehung der Raumfahrthäfen der Welt ein guter Indikator dafür ist, was uns in dieser Branche in Zukunft erwartet. Ein Blick auf diesen, zumindest in den Medien vernachlässigten Aspekt der Raumfahrt, erlaubt es uns, einige interessante Schlüsse zu ziehen. Du siehst, das Thema Raumfahrthafen oder Spaceport ist ein vielschichtiges und komplexes Thema mit der Gefahr, langweilig zu werden. Deswegen zähle ich heute nicht alle 80 Posten der Liste auf. Die Karte und alle Quellen findest du wie immer in der Videobeschreibung unten. Stattdessen werden wir nur die relevanten Positionen unter die Lupe nehmen. Die USA sind im Moment noch der wichtigste Player in der institutionellen und in der kommerziellen Raumfahrt. Das zeigt sich durch die 13 orbitalen Raumfahrthäfen, die quer übers ganze Land und im Ozean verteilt sind. Da Raumfahrt gerade bei den führenden Mächten stark militarisiert ist, kann es auch durchaus sein, dass es andere, der Öffentlichkeit unbekannte Anlagen auch gibt. Ich werde aber keine Verschwörungstheorien starten. Wir arbeiten in der Recherche zu solchen Videos mit öffentlich zugänglicher Information. Was ich damit sagen will, ist, dass du immer kritisch bleiben und alles mit einer gesunden Portion Skepsis konsumieren sollst. Für unsere Zwecke fangen wir im Norden der Ostküste Nordamerikas an. Die Wallops Flight Facility wird von einer der wichtigsten Weltraumforschungseinrichtungen der USA betrieben, dem Goddard Space Flight Center. Wallops ist sogar älter als die NASA selbst. Theoretisch, denn bei der Gründung 1945 hieß die NASA noch NACA. Die Anlage liegt auf der Delmarva-Halbinsel in Virginia und war besonders bedeutend für die Entwicklung der astronautischen Fähigkeiten im Rahmen des Mercury-Programms Ende der 50er und Anfang der 60er des vergangenen Jahrhunderts. Über die Jahrzehnte war und ist Wallops einer der wichtigsten Spielwiesen der US-Behörden. Neben diversen militärischen Fähigkeiten, die dort entwickelt und getestet werden, ist Wallops auch ein wichtiger Stützpunkt für die Forschung. Auf 6 Startrampen werden mit suborbitalen Höhenforschungsraketen und Wetterballons Flugeigenschaften erforscht und allerlei Daten gesammelt. Zum Wohle der Meteorologie, der Luft- und der Raumfahrt. Dass all diese Daten für gewöhnlich auch dem Militär zur Verfügung stehen, sollte inzwischen klar sein. Direkt südlich angrenzend an Wallops ist gleich der nächste Hafen mit dem schönen Namen Mars. Das steht für Mid-Atlantic Regional Spaceport. Mars wurde 1995 gegründet, um der kommerziellen Raumfahrt zu signalisieren, dass man sie mit offenen Armen willkommen heißt. Bisher wurden auf den beiden Pads 0A und 0B mit 2 Ausnahmen nur Minotaur und Antares Raketen gestartet. Die Antares bringt nämlich seit 2014 Fracht mit der Zygnus-Kapsel zur ISS. Als die Antares im Oktober 2014 mit ihrer 4. Mission zur ISS aufbrach, explodierte eine Turbopumpe für flüssigen Sauerstoff 15 Sekunden nach dem Start. Das zerstörte sofort das Triebwerk, was dazu führte, dass die Rakete zurück zur Erde fiel. Das war das erste Mal, dass der Range Safety Officer den Zerstörungsmechanismus der Rakete aktivierte. Die Explosion war über 30 Kilometer entfernt noch zu spüren. Es dauerte 2 Jahre, bis alle Schäden behoben waren, die Ursache gefunden und ein Ersatztriebwerk bereitstand. Was aber viel spektakulärer war als diese Explosion, war, dass Rocket Lab im Oktober 2018 verkündete, dass sie sich einen Platz in Mars sichern wollen. Der erste Flug einer Electron von dem neuen Launch Complex 2 war für 2020 geplant, aber unter anderem hat Covid einiges verzögert. Der nächste Termin für einen Electron-Start in Mars ist irgendwann dieses Jahr. Wie Space.com berichtete, befindet sich bereits seit Mitte Oktober 2022 eine Electron in den Integrationsgebäuden und hätte schon im Dezember gestartet werden sollen. Und werde streamen, wenn nichts dazwischen kommt. Was den Marshafen noch von Wallops unterscheidet, ist ihre Verwaltung.
Denn dafür hatte man Mitte der 90er die Virginia Commercial Space Flight Authority oder VCSFA gegründet. Also eine eigene Behörde für kommerzielle bzw. private Raumfahrt in Virginia. Der Erfolg manifestiert sich mit 27 Starts in 27 Betriebsjahren. Also einem Start pro Jahr im Durchschnitt. Fairerweise muss man dazu sagen, dass nach dem ersten Start 1995 11 Jahre lang nichts von dort startete. Die Kadenz steigt seither langsam. 2022 sind ganze 2 Antares-Raketen von Mars gestartet. Und jetzt kommen wir zum Justin Bieber der Raumfahrthäfen. Vielleicht ist es auch die Madonna aller Raumfahrthäfen. Sag du es mir in den Kommentaren. Die Rede ist vom Kennedy Space Center bzw. von der Cape Canaveral Space Force Station. Die ganze Geschichte und die Hintergründe dieser Anlagen sind extrem interessant, aber würden diesen Rahmen heute sprengen. Hier wurden geschichtsträchtige Programme wie Voyager, Gemini oder Mercury durchgeführt. Jedes dieser Programme hat ein eigenes Video verdient, daher werde ich in den kommenden Monaten mehr Beiträge dazu bringen. Würde dich so eine Serie interessieren? Schreib mir in die Kommentare, ob du dir das ansehen würdest. Danke dir. Aber jetzt und hier möchte ich ein für alle Mal mit einem Missverständnis aufräumen. Das Kennedy Space Center liegt zwar direkt neben der Cape Canaveral Space Force Station und die beiden arbeiten auch Hand in Hand zusammen, sind aber nicht dasselbe. Das Kennedy Space Center ist der Raumfahrthafen zwischen dem Indian River und dem Banana River. Dazu gehören unter anderem das weltberühmte Besucherzentrum, das Apollo und Saturn V Zentrum, das Vehicle Assembly Building oder VAB, in dem alle großen Raketen auf ihre Starts vorbereitet wurden und werden, die Landebahn aus den Shuttle-Zeiten und schließlich die beiden Startrampen Launch Complex oder LC-39A und LC-39B. LC-39A ist für Falcon 9 und Falcon Heavy Starts umgebaut worden. Direkt daneben entsteht gerade eine Startanlage für Starship mit 2 Starttürmen. Die Hintergründe dazu findest du in meinen letzten Starship-Updates, die ich dann in der Videobeschreibung unten verlinke. Und das LC-39B ist, wo das SLS startet. Das alles gemeinsam bildet eine der wichtigsten Säulen des astronautischen Raumfahrtprogramms der Vereinigten Staaten. Saturn V, Space Shuttle und das Falcon bzw. Dragon-Programm haben auf diesem Pad viel Geschichte geschrieben. Das Pad, von dem die Starliner-Kapsel mit der Atlas V startet, ist das LC-41. Dieses Pad gehört schon zur Cape Canaveral Space Force Base oder kurz CSF. Die rote Linie zeigt, wo die Grenze verläuft, nämlich mitten durch den Banana River, über den eine Brücke spannt, die das KSC mit dem CSF verbindet. Das heißt, dass das Kennedy Space Center nur 2 Startrampen hat, während die restlichen fast 50 Rampen sowie die beiden Landezonen für Falcon 9 Booster im CSF auf dieser Landzunge liegen. Direkt neben der Atlas V Rampe liegt das LC-40, das auch von SpaceX für Falcon 9 Starts gepachtet ist. Hilf mir, dass dieses Video mehr Leuten angezeigt wird. Ein Daumen hoch und ein Abo helfen sehr. Und wenn du das Video mit deinen Freunden teilst, haben noch mehr Menschen Freude an der Raumfahrt. Und wenn du den Kanal unterstützen möchtest, dann findest du alle Infos dazu unter dem Video oder sag einfach Danke mit einem Super Thanks. Danke dir. Bei genauerer Betrachtung sieht man, dass die Falcon 9 Landezonen direkt neben dem LC-36 liegen. Und das informierte Mars-Chroniken-Publikum weiß, dass LC-36 Blue Origin gehört. Hat einen gewissen bittersüßen ironischen Beigeschmack. Finde ich irgendwie geil. Gibt dir nichts über einen guten Wettbewerb. Beide Einrichtungen verfügen über ihre eigenen Start- und Landebahnen für Nicht-Senkrechtstarter und andere Fluggeräte. Sowohl am Cape als auch im Kennedy Space Center war eigentlich über die letzten Jahrzehnte immer einiges los. Aber so viel Aktivität wie in den letzten 10 Jahren ist ohne Präzedenz. Das zeigt sich hauptsächlich durch die unzähligen Falcon 9 Starts von SpaceX, aber auch auf den anderen Pads tüfteln und bauen viele Teams an den unterschiedlichsten Systemen. Blue Origin ist mit Sicherheit einer der Kandidaten mit dem größten Potenzial. Sie sind aber im Moment noch etwas unauffällig, weil sie ein anderes Geschäftsmodell haben als SpaceX. Wenn dich Blue Origin interessiert, habe ich dir in der Videobeschreibung einige meiner Beiträge dazu verlinkt. Und jetzt, meine Damen und Herren, anstatt uns den Rest der Vereinigten Staaten anzusehen, der definitiv noch einige interessante orbitale und suborbitale Raumfahrthäfen zu bieten hat, schauen wir jetzt auf die andere Seite des großen Teichs ins Vereinigte Königreich. Ich bin bei der UK echt zwiegespalten. Einerseits finde ich es super, dass sie alle Abhängigkeiten vom Rest der Welt in Bezug auf Raumfahrt, Wirtschaft und Militär abbauen wollen.
Aber andererseits finde ich auch genau diesen Umstand ein wenig problematisch bzw. beunruhigend. Aber dazu gleich mehr, nachdem ich dir gezeigt habe, was die Briten planen, denn das ist echt verrückt, was da los ist. 2014, also noch lange vor dem Brexit, kündigte die britische Regierung an, dass sie einen kommerziellen Raumfahrthafen bauen möchten. Bis 2018 sollte er ausgewählt, zertifiziert und in Betrieb sein. Wer es glaubt. 6 potenzielle Grundstücke wurden genau unter die Lupe genommen, aber der ausgeschriebene Wettbewerb wurde beendet, ohne dass ein Gewinner gekürt wurde. 2018 überraschte die britische Raumfahrtagentur UKSA, als sie verkündeten, dass sie den Bau eines Spaceports in Sutherland, Schottland unterstützen werden. Dort entsteht gerade der Saxeford Spaceport in Anst auf den Shetlandinseln. Die Entwicklung und den Bau führen Lockheed Martin und ABL Space Systems gemeinsam an. Zumindest für den Bau der US-Rampe. ABL entwickelt unter anderem Triebwerke mit der bzw. für die US Air Force und tüftelt gerade an einer eigenen Mittellastrakete der RS-1. Der Jungfernflug der RS-1 wurde schon mehrmals verschoben. Der nächste Termin ist am 9. Januar. Wenn es einen Stream gibt, versuche ich zu streamen. Und dann ist da noch Lockheed Martin, einer der führenden Rüstungs-, Luft- und Raumfahrtkonzerne der Welt in dieser ganzen Sache involviert. Klingt irgendwie irritierend, dass ein Konglomerat aus US-Unternehmen sich in einem anderen souveränen Staat so ausbreiten. Das hat alles nicht zuletzt auch mit dem folgenden Sachverhalt zu tun. Nach dem Motto, leg nicht alle deine Eier in einen Korb, diversifizieren die US-Militärs hier ihre Möglichkeiten, Nutzlasten ins All zu bringen. Aber es ist nicht so einfach, US-Technologie, speziell kriegsrelevante Technologie, außer Landes zu bringen. Stichwort ITAR, auf das ich hier aber heute nicht weiter eingehen werde. Die US-Militärs haben zudem ABL damit beauftragt, die Möglichkeiten von Cargo-Point-to-Point-Transporten zu untersuchen. Also dass ABL schaut, ob sie statt Satelliten ins All irgendwelches Kriegsmaterial um die Welt schicken können. Cargo klingt für mich in diesem Zusammenhang irgendwie nach Sprengköpfen. Daher arbeitet die UKSA eng mit Lockheed Martin und ABL zusammen, damit Saxeford Spaceport US Launcher beherbergen kann. Also, dass es ITAR-Bestimmungen genügt. Saxeford soll im Vollbetrieb später 5 Startrampen haben und mindestens 7 Startanbieter beherbergen. Dabei teilen sich die Launcher der jeweiligen Herkunftsländer immer eine Rampe. Die USA haben das Pad, das am weitesten draußen auf der Landzunge liegt, bekommen, weil die natürliche Enge und die Klippen auf der anderen Seite extra Schutz bieten. Deutschland wird in Saxeford mit High Impulse und der Rocket Factory Augsburg oder RFA vertreten sein. Die britischen Behörden vergeben gerade Lizenz nach Lizenz. Der Hafen hat vor kurzem erst die Lizenz für bis zu 30 Starts pro Jahr erhalten. Das Management rechnet damit, dass sogar Bedarf für mehr da ist. Und wenn sie mehr starten wollen, müssen sie nur lieb fragen, denn die Behörden wollen die Raumfahrt in der UK ordentlich zum Brummen bringen. Und jetzt haben aber auch Astra, Skyrora und andere Launcher aus Europa schon zumindest Absichtserklärungen oder manches sogar schon fixe Verträge abgeschlossen. Die Dynamik hier ist unglaublich interessant, deswegen habe ich das in einem ganz eigenen Video in der Infobox genauer beleuchtet. Es scheint, als ob sich die Briten gerade eine Scheibe vom großen Bruder, den USA, abschneiden. Über die Jahre haben sich diese sogenannten PPPs oder Public-Private Partnerships als essentiell für den Fortschritt erwiesen. In abgewandelter Form machen sich die Briten diese Mechanismen zunutze. Darüber hinaus kommt dieser Wunsch eines oder mehrerer Raumfahrthäfen anscheinend von ganz oben, denn Bauunternehmen und Hafenbetreibern wird erlaubt, zuerst zu errichten, was sie errichten müssen, und dann werden Umweltgutachten erstellt, die den Impact im Nachhinein feststellen und dokumentieren sollen. Der erste Flug sollte nun 2023 stattfinden. Der Angry Astronaut war dort und hat letztes Jahr diese tollen Aufnahmen veröffentlicht und mit einigen Leuten gesprochen. 2 der 5 Pads sollten Ende 2022 oder Anfang 2023 fertig sein. Und das ist meiner Meinung nach einer der Häfen, die eine Chance haben, Cape Canaveral eine Konkurrenz zu sein. Die Briten gehen in Sachen sich unabhängig machen noch weiter, denn sie machen sich nicht nur unabhängig von außen, sondern auch von innen. Das bedeutet im Klartext, dass sie momentan nicht nur einen, sondern 3 Raumfahrthäfen quer über das ganze Land verteilt bauen. Und in Zukunft könnte noch mehr folgen. Die anderen 2 Raumfahrthäfen sind nicht minder interessant. Das Spaceport Cornwall hier im Südwesten des Landes hat ebenfalls im November 2022 die Lizenz erhalten, orbitale Horizontalstarts durchzuführen. Virgin Orbit hat sich diese Lizenz gesichert und hätte eigentlich noch letztes Jahr starten sollen, aber du weißt ja, wie das ist. Vielleicht schaffen sie es ja dieses Jahr, ihren Launcher One mit ihrem Mutterschiff Cosmic Girl von Cornwall zu starten. Cornwall
ist aber nicht nur eine Landebahn, sondern übernimmt auch noch die Integration der Satelliten für seine Kunden. Sierra Space wird auch hier eine Basis aufschlagen. Der Raumfahrthafen ist in den Flughafen von Nukoi eingegliedert. Die Briten holen sich damit große Player ins Boot, die alle unabhängig voneinander einen Zugang zum All bieten. Der Weltraum und der Zugang dazu wird in näherer Zukunft immer wichtiger für die Souveränität eines Landes werden. Das hat die UK ganz gut verstanden und gehandelt. Dieser Hafen hier in Cornwall gibt den Briten flexiblen Zugang zu den verschiedensten Orbits. Denn bei einem Horizontalstart kann das Trägerflugzeug die Rakete zur idealen Abschussstelle für jeden Orbit bringen. Saxaford und das Sutherland Spaceport im Norden des Landes sind spezialisiert oder beschränkt, je nachdem wie man es betrachtet, auf polare Orbits. Sutherland Spaceport liegt hier auf dieser Halbinsel am nördlichsten Zipfel der Insel. Dieser orbitale Hafen wird kurzfristig erst einmal Stützpunkt für Skyrora und Orbex werden. Beide Unternehmen sind unglaublich innovativ. Orbex deckt mit ihrer Prime-Rakete den Markt über einer Tonne Nutzlast und Skyrora den Markt für Klein- und Mikrosatelliten ab. Die Skyrora XL schafft etwa 315 Kilogramm in einem 500 Kilometer hohen Orbit. Wenn dich die Weltraumbahnhöfe dieser Welt interessieren, dann lass es mich in den Kommentaren wissen, dann bringe ich noch Beiträge zu restlichen USA, Russland, China, Japan und den anderen Playern. Mein Name ist Sirwan, danke fürs Einschalten, per aspera ad astra.